Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich bin Josi, unabhängig sensibel. Heute gehen wir mal durch, was ich so gedüftet habe die letzten Wochen. Ich habe, glaube ich, im August gar keinen angedüftet gemacht. Deswegen starten wir da jetzt durch. Wenn du mein letztes Video nicht geschaut hast, schau da gerne vorbei. Ich habe mit euch an den Bricks geschnuppert und habt die auch schon getestet. Das habe ich euch gezeigt und gesagt, wie die rüberkommen. Deswegen könnt ihr da gerne reinschauen. Ja, ich habe mein feines Kistchen da und ich habe auch noch ein Geschenk drin, was ich von einer lieben Sensi-Beraterin Kollegin geschenkt bekommen habe. Ich habe noch gar nicht dran geschnuppert, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir machen das auch noch zusammen. Das machen wir am Schluss. Bin ich gespannt. Ich hatte die Düfte noch gar nicht. So. Und noch ein kleiner Spoiler. Es wird demnächst auch wieder eine Verlinkung geben auf dem Tab hier für euch noch zusätzlich bei den Beiträgen. Ich habe es ja schon einmal gemacht. Unser Sensi Tauschpaket geht weiter. Und da ist hier immer nächstes dran und ihr kriegt den nächstes Paket und packt es aus. Ich werde es euch auf alle Fälle verlinken oder wenn es schon da ist und gedreht und das Video da ist, werde ich es euch vorne ein, werdet ihr dort finden. So, bevor wir komplizierter werden. So, was habe ich denn gedüftet? Ganz schöne Menge. Ich habe, glaube ich, August. Wir fangen einfach an, wird durcheinander. Zwei Düfte habe ich nicht dabei, die habe ich vergessen einzupacken. Aber das ist nicht schlimm, wir haben genug zum Duft, ne, Schnuppern. Was jetzt langsam wieder losgeht, mein geliebtes Frosted Vanilla. Ist wieder am Start, freue ich mich drüber. Der schöne, eisige. Oh. Vanilleduft, oh, super schön. Oh, habe ich mich gefreut, habe ich mich auch schon wieder gedüftet. Habe ich gerade aktuell auch eine Lampe. Auch aktuell wieder eine Lampe. Sieht auch sehr leer aus. Ich habe da, glaube ich, auch ein Proben gemacht. Nee, ich habe schon verdüftet wieder. Die waren, glaube ich, vom Ding. Den habe ich gemixt. Genau, und zwei habe ich schon wieder verdüftet. So war das. Dann hatte ich zwischendurch sieht auch sehr leer aus. Habe ich auch gedüftet und auch gemixt für das Wanderpaket. Hibiskus, Raspberry Hibiskus Tee gibt es leider nicht mehr. Aber das ist so ein schöner Teeduft für den Sommer. So Hibiskusblüte, so die Raspberry, also das Bärige und so das Tee. Oh, geil im Sommer gewesen. Auch gedüftet, habe ich auch gemixt gehabt, hatte ich glaube ich nur noch zwei Würfel drin gehabt oder nur noch ein, ich weiß es nicht mehr, ist White Amber Elzig. Das ist der Kuschelduft hoch 10, das Pardon, das der andere Teil von White Amber and Tech. Das ist wirklich so ein Amber, schöner Amberduft, kuschelig, bisschen trich, aber sowas von schön. Es könnte auch eine schöne Körpercreme sein. Oh. So, mein Licht geht hier aus. Ich habe mir vergessen, mein Ringlicht aufzustellen. Müssen wir mal am PC heute mit Vergnügen machen. Dann habe ich auch wieder, habe ich den gemixt oder nur halbiert? Ne, den habe ich nur halbiert. Genau. Habe ich gedüftet Coconut Daiquiri. War ja mal selten, das ist so eine cremige, ja, frischer, finde ich, fruchtiger, Ananasnote und ein paar schöne Früchte drin. Oh, das ist so schön. Oh, gibt es auch gleich noch als Badesalz. Da können wir schnell in die Duftbeschreibung gucken, weil ich habe die nicht im Kopf. Das gibt es als Badesalz in der Schatzruhe. Und in der Schatzruhe findet ihr immer schöne Schnäppchen. Da habe ich auch ein Schnäppchen gerade, was ich da auch geschlagen habe, drin. Und
Deswegen, wir gucken mal schnell. Nee, da. Coconut Daiquiri, ja, gibt es noch als Badesalz. Tropische Mischung aus Kokosnussmilch, Banane, Vanillecreme. Besonders frisch wie süß. Und das ist wirklich ausgewogen. Und ja, herrlich. Dann habe ich Pina Colada Cha-Cha. Das ist noch eine Verpackung, die war in der Wüff-Box mal gewesen. Und das ist wirklich nee, Pina Colada. Wie komme ich auf Coconut? Pina Colada Cha-Cha ist wie Pina Colada. Es ist wirklich richtig ausgewogen. Dieser Rumgeduft. Die Ananas, die Kokosnuss. War ja Kokosnuss drin? Ich glaube ja. Welche sagen, die riechen diesen Rum raus? Finde ich gar nicht. Persönlich, der war super. Ist super auch Dings. Ich habe ja die Ananas als Bodyclip. Mein Männer beschwert sich jetzt, dass der Duft leer ist. Bei seiner Ananas. Und vorher wollte ich ihn nicht haben. Also habe ich auch so gesehen aufgedüftet, nur mein Mann im Auto. Dann habe ich angedüftet wieder. Vitamin und Wind gab es im Sommer. Und das ist für mich ein Wellnessduft. Ein süßer, frischer Wellnessduft. Schöne Blüten. Oh. Der war auch, den gab es mal als Kollektion, war da auch, das war die Vitamin U und Vitamin Kollektion. Da gab es verschiedene und das ist einer von denen. Oh, geil. Dann hat mein Sohn, nee, den habe ich hier im Wohnzimmer getüftet. Raspberry Lollipop. Den habe ich auch bei meinem Sohn reingeschmissen. Ja, den habe ich bei meinem Sohn reingeschmissen, weil ich nicht so. Und das ist für mich. Das war meine Osterkollektion. Das ist für mich, gebe ich ehrlich zu, seid mir nicht böse. Babischer Lolli. So ein Babischer Lolli-Duft. Ist nicht meins, mein Sohn liebt es, er mag es babisch süß. Er kann ihn weiter duften. Ich nicht. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Wir haben noch ein paar. Dann mein geliebter Fresh Lavender. Gibt es ja nur im Sommer. Ich hoffe, der kommt wieder. Ist ja aus dem Sortiment jetzt raus. Und das ist Vanille, sag ich, Lavendel pur. Ob man durch ein Feld läuft. Oh, ist der süß. Süß, super. Dann habe ich Dank einer Kollegin, die es hinten so geschwärmt hat und ich nachkaufen musste. Aber das ist schön, so lernt man neue Düfte kennen, wo fast die aus dem Sortiment rausgehen und man ihn dann liebt. Und das ist auch bei diesen Duften passiert. Das ist einfach, muss ich davor sagen, das habe ich gelernt. Es gab mal früher eine Reihe, die hießen nur Simply, eine Kategorie Simply. Das waren wirklich einfache Düfte. Simply Black Cherry. Das ist eine schöne Kirschnote. Und die erinnert mich, da kann ich mich erinnern, bei meiner Oma gab es ein bestimmtes Wassereis. Es war dunkel, genau die Farbe. Genau die Farbe. Genau dieses dunkle. Dunkelkirsche. Und so riecht er. So wie er geschmeckt hat, riecht er auch. Und das ist unfassbar. Simply Black Cherry. Also wenn ihr Simply lest, das ist ein einfacher Duft. Und wie ich noch gehört habe, Simply, also es gibt ja Simply Rose, gab es auch noch. Genau, den habe ich auch schon mal getestet. Dass man die simpel miteinander mischen konnte. Dann fangen wir da an. Wir nehmen den. Weil da kommen jetzt eins, zwei, drei Düfte. Eigentlich einen vierten.
Den muss ich aber sagen, es tut mir leid, der liegt bei meiner Tochter im Zimmer auch. Das ist Snuggle Up. Snuggle Up kann ich empfehlen, ist ein Boss Pendant zu Jammy Time. Finde ich persönlich meine Meinung. Auch gedüftet, wieder mal, ist Magnolia Line. Hier fehlt der Würfel, so gesehen, wo ich schon gedüftet habe, aber ich habe noch Tester gehabt. Von früher und den habe ich reingeschmissen und ich liebe Magnolia Line. Das ist so ein schöner Magnolienduft und ein Leinenduft. Es ist wirklich, wirklich schön. Den gibt es aktuell auch in der Kollektion, wenn ihr Wäschedüfte liebt. Es lebt ja Wäschedüfte liebt, frische Düfte, Magnolia Line. So, dann habe ich auch gedüftet. Ja, da ist mir die Ecke ausgebrochen, wie ich mein Schälchen sauber mache. Es ist Cozy Cardigan. Cozy Cardigan gehört zu der Kategorie Frisch auch. Und das ist so ein schöner, kuscheliger Duft. Den habe ich letztes Jahr erst kennengelernt, richtig. Und ich muss mal gucken in der Duftbeschreibung. Das ist sehr praktisch, wenn man kein Ringlicht hat. Und cool, sie kann nicht in Sucht, wenn man den cool. Wird auch so geschrieben. Nee, mit Z. Cozy Cardigan. Ist wirklich ein kuscheliger Duft. Ein gleichlediger Duft mit einer Rosenblüte mit drin und Amber. Und das ist Abend zu Hause, Wonne und Glückseligkeit mit sanften Velourleder, Rosenblüten und seidigen Amber. Das ist wirklich so ein kuscheliger Duft für den Winter, für den Herbst. Sehr, sehr beliebt bei uns und ich kann es verstehen. So. Jetzt kommen wir zu welchen nehmen wir? Wir nehmen als ein, ich weiß nicht, ob ich ihn lieben werde oder ich ihn nicht lieben werde. Die Rede ist von Fluffy Fleece. Fluffy Fleece gehört zur Kategorie Wäscheduft, frischer Duft. Fluffy Fleece. Ich habe nicht die Duftbeschreibung wie immer im Kopf. Man muss ja auch nicht immer alles sein. Das ist schwarze Johannisbeere, mag ich. Und sanfter Moschus macht es zu sich unter einer Decke aus Heliotrop gemütlich. Ich habe ihn gedüftet. Im kalten Zustand finde ich den super. Die Johannis, das Bärige, das Heliotrop, super. Finde ich super. Ich habe aber ein Problem. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Aber die leichte Moschusnote macht es für mich nicht so einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Fluffy Fleece wird von vielen geliebt. Man muss ja auch nicht jeden Duft lieben. Sag ich mal so. Jetzt kommen wir zu zwei Düften. Einmal Feiertagskollektion. Kann sein, dass da noch was nachkommt. Oder nicht. Ich weiß es nicht und ich gucke gleich mal rein, was wir noch da haben, dass ich sagen kann, es lohnt sich, euch noch den Duft zu holen. Er ist noch zur Verfügung, nur dieses Bundle, was wir hatten. Eins, zwei, drei, vier. Da fehlt der fünfte. Da fehlt einer. Ja, einer ist ausverkauft, der Barrington Candies kam an diesem Moment. Aber es gibt die anderen Düfte noch zu kaufen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt, ich wollte aber alle fünf testen, erstellt euch einmalig einen Club. Ab 42 € kriegt ihr 10%. Sucht euch noch was Schönes aus. Ab 85 € gibt es einen Halbpreisartikel, Verbrauchsartikel zum halben Preis. Und da nehmen viele die Würfbox. Und die Würfbox diesen Monat, ich mache so, ich weiß, was drin ist. Und da ist es Hammer.
schätze, stellst du vielleicht auch noch mal. Weil ich dieses eine Produkt gerne haben möchte. Ich liebe inzwischen solche Produkte. Ja, es hat so einen Clip dran. Ich liebe sowas. So. Vanilla Burnwood. Ich liebe ja Vanille. Ich habe ein Gedüftel. Und ich sag nur cremige Vanille. Eine leichte, ein bisschen was Hölzernes, eine leichte Touch. Ich muss aber sagen, die Vanillecreme kommt als erstes. Die ist im Vordergrund in der Lampe. Die bechert auch raus. Also was ich mag, ist auch Amber drin. Ein bisschen was leicht Frucht, Zitriges, aber sowas von geil. Und zaubert eine malerische Winterlandschaft. Ich kann sagen, ich würde reinbeißen. So einfach. Vanilla Burnwood. Auch ein geiler Duft. So. Jetzt haben wir auch Düfte der Saison. Die kommen ja ab 1.11. Ich habe meinen Sohn gefragt, möchtest du heute den Duft aussuchen? Ja, gleich. Na klar. Ich möchte gerne, er wollte Karamell Buttercream. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber letztes Jahr gab es ja die Buttercream Kollektion. Aber ich sage, nee. Nee, den zum Winter. Mehr zum Winter. Ich habe da schon eine Kollektion. Willst du einen haben? Test mir da mal. Ja, guck ich mal. Na, was kam raus, den ich auch als Favoriten habe? Karamell. Pralin Cookie Cake. Und Leute, können wir darüber reden, dass ich jetzt Hunger auf Karamellbonbons habe, auf Kuchen, auf Pralin? Der ist sowas von lecker. Ich habe es schon am Abend gedüftet, ist eigentlich nur ganz gesagt. Der ist sowas von geil. Oh. Karamellig, vanillig, pralinenmäßig süß. Aber nicht das süß-süß, sondern das angenehme süß. Und dann so eine leicht Bäckereinote dabei. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ja, dann habe ich angedüftet. Zwei Pots sind noch drin. Ich habe auch nicht komplett durchgedüftet. Also ich wechsle immer. Ich tue nämlich Pots. Ich habe die Pots für mich ein bisschen entdeckt, so für zwischendurch. Wenn es mal schnell gehen soll, geht der Knopf an und mein Sensigo ist bereit. Oder bei meinem Sohn im Kinderzimmer, zick, auf sein Spider-Man und es duftet schön. Da muss ich wechseln. Fällt mir ein, gut zu wissen. Ich habe hier Schatztruhenartikel, also solange der Vorrat reicht. Appleberry ist ein bäriger Afrika-Duft. Ich finde ihn gut, aber ich kann nicht die ganze Zeit am haben. Nee, das kann ich nicht. Also ich habe es im Auto probiert. Mein Freund hat gesagt, hier riecht nach Bubblegum. Ich fand es eine schöne bärige Note, aber ich kann es nicht den ganzen Tag haben. Ja, also mal so zwischendurch so was bäriges, apfiges. Da geht er, oder wenn es jetzt nicht mal mehr in die Winterzeit ist, ist auch so mehr der, als Bar gibt es ihn ja jetzt in der Saison, so ein Herbst-Winter-Duft. Dann aktuell auch Sensigo drin, Artist Kiss. Eiskalte Minze trifft Vanillewölkchen. Und das ist sowas schon schön und ich liebe ihn als Pott. Und als Bar. Ja, also ich liebe beide übergerne. Als Bar habe ich ihn auch gedüftet. Aber frag mich nicht, wo ich den habe. Aber stellvertretend ist da auch für euch da der Artist Kiss als Portform. Und ich habe mir auch schon gemischt, ja. Also ich habe es geplant. Also Artist Kiss und Vanilla. Vanilla. Da kommt die Vanille noch ein bisschen mehr in den Vordergrund, aber
Es ist genau ausgewogen. Geil. So, da ist mein Köfferchen leer, würde ich sagen. Aber ihr seht, hier ist noch was von meiner lieben Sandy-Kollegin. Und das wollen wir ja zusammen auspacken. Jetzt räumen wir das auch noch schnell weg. Wie viel haben wir jetzt? 16 Düfte, die ich gedüftet habe. Es sind auch ein paar Düfte, wie gesagt, ausgezogen und werden jemand anders da beglücken. Aber ich werde ja auch ein paar wieder zurückkriegen. Also könnt auf das Wanderpaket sehr gespannt sein. Deswegen bin ich hier auch sehr gespannt, weil ich übrigens letztes Jahr hatte ich noch die Maschinino Cookie. Der war lecker. Ist aber noch, ich habe nämlich noch von der Kollegin bekommen, ein Bar. Die hat den nämlich im Club gesichert. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr keine großen Bricks haben wollt, die einfach in den Club zu werfen. Dann kriegt ihr den normalen Würfel. Dann hatte ich Karamell. Noch einer, weiß nicht, wie der weiter hieß, weil ich die Verpackung nicht mehr habe. Und daher bin ich gespannt, wie diese beiden fliegen. Der hier war, glaube ich, so ein bisschen parfümig gewesen. Und der hier weiß ich gar nicht. Ich würde mal von der Blau ist für mich frisch. Winter Error. Ich bin gespannt. Ui. Eukalyptus nehme ich wahr. Tanniges. Er ist aber auch frisch. Wie ich immer sage, frisch, fröhlich, frei. Oh, der macht aber auch die Nase ganz schön frei. Der ist geil. Wenn ich krank werde oder anfange mit schnieflichen Nase, alle Fälle teste ich. Oder ihr kennt mich, ich teste immer. Den werde ich mir in meine Schachtel machen. Test auf alle Fälle. Sofort. Oder den nächsten Tag, weil ich habe ja noch ein paar Düfte, wo ich so düften möchte. Dann war das, was er hatte, Frosted Petals war das, oder? Ja, Frosted Petals. Der war gehypt, der war schnell ausverkauft als Brick. Ja, das ist ein parfümiger. Und Moschus drin. Blüten. Rose, würde ich sagen. Moschus. Und noch was. Ich weiß es nicht. Ich habe die Duftbeschreibung auch nicht von früher mehr. Ich habe super, aber lecker. Ja. Wirklich, wirklich super geil. Also, ihr habt gesehen, es hat sich ein bisschen was angesammelt. Es ist ein bisschen zusammengeschrumpft. Sonst habe ich da noch mehr geduftet. Tut mir ganz knirscht. Macht das nämlich wieder so schön zusammen. Durch die Arbeit und so weiter komme ich meistens spät nach Hause und habe ich nur noch vielleicht eine Lampe, höchstens zwei Lampen mal an. Und bei meinem Sohn läuft durch, der sagt immer, Mama, ich brauche was Neues. Es ist halt immens sehr, sehr schwierig. Ich versuche jetzt viel zu düfteln. Winterzeit liebe ich sowieso zu düfteln. Und ja, ich habe auch heute meine schöne Lampe aus der Feiertagskollektion, wo es ausverkauft ist, schon hingestellt. Mein Sohn fand das nämlich so schön. Und die werde ich die Tage auch noch dekorieren. Schon. Ich habe noch Zeit, weihnachtlich zu dekorieren. Aber das Problem ist, wo stelle ich sie hin? Das muss ich erstmal lösen. Aber sie ist schon mal raus. Da werde ich sie nicht vergessen. Also, ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Tag. Schönes Wochenende oder sonstigen Tag, wenn ihr meinen auch angedüftet Videos gesehen habt. Und ich freue mich über ein Abo. Und dann seht ihr auch, wann das Wanderpaket weitergeht, dass ihr da mitverfolgen könnt im Tab. Genau, in diesem Sinne, macht's gut. Eure Josi. Ciao.